Herzlich willkommen im X-Lab. Heute mal ein interessantes, ungewöhnliches und sehr kurzes Video. Es geht heute darum, wie stark wir uns täuschen lassen. Ich denke, jedem ist bekannt, dass man sich optisch, also mit den Augen, sehr stark täuschen kann. Und es gibt viele Effekte, die zeigen, wie die Augen sich täuschen können. Und einen davon möchte ich Ihnen heute mal vorführen. Das ist also jetzt kein Trick. Sie werden auch nicht verarscht. Das ist vollkommen wahr und ein tatsächlicher Effekt mit den Augen. Den können Sie jetzt nachvollziehen. Und ich finde ihn sehr spannend. Dieser Effekt gibt Ihnen nämlich die Möglichkeit, dieses Schwarz-Weiß-Bild, was Sie hier sehen, tatsächlich in Farbe sehen zu können. Also Sie werden dieses Bild in Farbe sehen. Und wie gesagt, ich verarsche Sie nicht. Es ist kein Trick von mir, sondern es geht darum, die Augen sozusagen ein bisschen in ihrer Trägheit zu überlisten. Alles, was Sie machen müssen, ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen nun gleich dasselbe Bild als invertiertes, also negatives Bild mit einem kleinen Punkt in der Mitte. Das machen wir jetzt mal. Das ist dasselbe Bild. Es ist einfach invertiert. Die Farben sind invertiert und Sie sehen in der Mitte einen kleinen schwarzen Punkt. Ich bitte Sie jetzt, dicht an den Monitor ranzugehen, sodass Sie das Bild schön groß sehen und sich auf diesen Punkt zu konzentrieren. Schweifen Sie nicht ab, nicht nach oben, unten, rechts, links. Konzentrieren Sie sich so ungefähr 10 Sekunden lang auf diesen Punkt. Ich werde dann diese Ebene, das ist ein Photoshop-Dokument, ich werde diese Ebene danach abschalten und Sie sehen danach wieder das Schwarz-Weiß-Bild und für ein paar Sekunden werden Sie dieses Schwarz-Weiß-Bild in Farbe sehen. Das machen wir jetzt. Konzentrieren Sie sich nochmal auf das Bild, besonders schauen Sie auf den schwarzen Punkt. Konzentrieren Sie sich auf den schwarzen Punkt. Und jetzt schalte ich um und Sie werden für ein paar Sekunden dieses Schwarz-Weiß-Bild in Farbe sehen. Das liegt daran, dass das Auge einfach so träge ist und die Informationen, die es sieht, durch Abschalten negativ interpoliert. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie in ein sehr helles Licht schauen, zum Beispiel in eine blaue Lampe oder eine blaue Fläche. Das können Sie auch tagsüber probieren, die sehr hell ist. Und Sie konzentrieren sich auf diese Fläche und schauen dann weg oder machen die Augen zu. Dann sehen Sie diese Fläche in den geschlossenen Augen, aber invertiert in den Farben. Und genau diesen Effekt haben wir hier realisiert. Schauen Sie es gerne nochmal an. Es ist auf jeden Fall sehr verblüffend. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab und der X-Lab Akademie. Ich bin Rüdiger Schestag.